Herzlich willkommen zurück zu einer 2 Factorio, weiterhin mit meiner Möglichkeit Labor. So, wenn ich jetzt beigehen würde, und wir würden jetzt wirklich jede einzelnen Geschützturm mit. Siehst du eigentlich. Mit einem Förderband ausstatten. In manchen Situationen wird es stören, aber in den meisten wird es funktionieren, weil hier würde das Förderband lang gehen, aber hier geht auch meistens das Stromkabel lang. Also müsste ich das auch umbauen. Die Stromkabel müssten hier in der Mitte lang laufen. Ja, mein Freund und Bogenspucker, was ist hier los? Du bist leer. Okay. Ja, der füllt mit dem auf. Deswegen ist das dann vollkommen okay. Was dann eigentlich ziemlich easy ist. Tschüssikowski. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier die Beine extreme Probleme haben. Die sind voll. Das ist das Band, was wir neu verlegt hatten. Nämlich hier in diese Produktion. Richtig. So, das nächste, was wir haben, ist diese Produktion. Die Bänder, die hier lang laufen, auch schon ziemlich leer ist. Weil das hier ist der Rest, der hier richtig läuft. Da haben wir auch noch mal was, ja. Soll noch laufen. Wofür ist es denn da? Das ist dann auch erledigt. Hier ist es halt extrem voll, ne? Und die andere Seite nicht. Macht aber nichts, wenn das Band dann auf der anderen Seite leer gegriffen. Da ist noch was drin. Das ist leer. Ich versuche natürlich auch gerade die einzelnen Gebiete wirklich leer zu bekommen, ne? Weil wenn leer, dann haben wir hier auch nochmal eine Fläche, wo wir bauen könnten. Und mein Plan ist es ja wirklich vielleicht hinzubekommen, dass man viel mehr mit denen da hinsetzen. Das ist dumm. Aber lieber so. 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 Das nehmen wir dann auch noch mit. Wenn das auch noch leer ist, freue ich mich auch. Weiß egal, wie das aussieht. Für mich ist immer wichtig, dass ich die Scheiße wegkriege. So. Wo ich normalerweise auf diesem Band das besser gebrauchen könnte. Eigentlich müsste ich das da gebrauchen, weil hier ist auch nicht viel leerer. Ne? Lass mal einfach laufen. Passt schon. Oh mein. Ja, passt die Asche auf einmal. Und dann laufen da auch nochmal 6 extra. 29 Radars haben wir. Okay.
jetzt hat man wieder zu viel Petroleum. Also so ganz den Flow kriege ich da nicht rein, wo ich wirklich am Überlegen bin, die ganze Ölproduktion abzureißen. Alles. Komplett. Den Container hier für Petroleum stehen lassen. Rot auch hier stehen lassen. Und dann alles irgendwie in ein Gebiet zu bringen, wo man das alles mal vernünftiger baut. Wirklich ohne Scheiß. Weil das ist ein Durcheinander. Ich steige hier selbst kaum noch durch, wie die ganzen Kabel, die ganzen Rohre laufen. Ja. Aber was soll man machen, ne? Kann ich in dem Sinne wieder beigehen und das Wasser abklemmen? Das wieder umändern? Weil Petroleum einfach zu viel ist. Und die dürfen halt nicht stehen. Also, wenn das hier voll ist, haben wir ein Problem, dass kein Rot gefördert wird. Ja. Rot ist halt einfach dieses Hauptmerkmal, ne? Wir haben auch gerade sehr viel Gelb. Lag einfach daran, weil wir es ja gerade extrem da rausgefördert haben. Aber wir sehen jetzt, das Petroleum wirklich, ja, läuft nicht mehr raus, ne? Daran sehen wir, dass der Container vollgelaufen ist. Bin ja gerade fleißig dabei und forsche und versuchen das ja gerade irgendwie umzusetzen. Dass wir hier Materialien raushauen, ne? 97 schon wieder. Wahnsinn, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier raus, danke. Hier rein. Ja, guck gleich das mal in hier Solarzellen. Gleich kann nichts mehr da. Das finde ich heftig. Solarzellen ist wirklich übel. Diese Satelliten. Wie viele der einfach braucht. Der alte Drecksack. Der braucht eine ganze Menge, Alter. Der braucht alles, ey. Voll unfair. Der nimmt immer mehr. Was ist los? Was fehlt ihm denn? Diese Scheiße. Weißt du was? Dann gehe ich doch einmal bei, mach mal so. Ja, schenke ich dir. Kann ja wohl nur ein Chat sein, man hört gar nichts. Macht gar keine Geräusche. Autostart mit Ladung. Mir kommt das vor, als wenn die Geschützturm schaden. Irgendwas fehlt in der Forschung. Das sieht echt mir gerade so aus. Aber hier ist doch alles. Weil die Forschung echt extrem langsam geht, ne? Was haben wir jetzt hier noch drin? Muss ich starten? Muss ich nicht starten? Ist gerade so eine gute Frage bei mir. Weiß es gerade wirklich nicht. Alle gucken wegen Petroleum. Immer noch proppenvoll. Krieg es gerade nicht leer. Rot ist aber genug da. Das wird gerade produziert. Springende Punkt ist, dass wir jetzt hier ja auch wieder was durchhauen, wo wir Batterien durchherstellen, weil die Batterien gehen ja dadurch weg, wenn wir Solarzellen Satelliten herstellen. Daher ist das dann schon immer ganz okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tick, 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 tick. Tack. Dankeschön. Ja. Satellit ist drin, dann bleiben die zwei da drin. So. Ich weiß auch gar nicht, was einer braucht. Ja, 100 von den Dingern. Das ist halt schon ziemlich viel, ne? Thank you.
stellt dann her und wird trotzdem noch aufgefüllt. Das wäre jetzt genauso wie diese Produktion. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ja, wenn das hier zum Beispiel komplett vollgelaufen ist. Ich habe ja einmal hier die Produktion dafür. Oder zum Beispiel wie hier. Einmal das ist für die. Einmal das ist für hier. Okay? Wenn ich jetzt beigehen würde. Und das ist voll. Dann müsste dieses hier damit drauflaufen. Da will ich eine Kiste zwischensetzen. Und dann wird das da drauflaufen. Dann hätte ich die doppelte Produktion, was mir nichts bringt, weil ich hier oben nur eine einfache hätte. Aber das muss man doch irgendwie schalten können. Weil wenn ich einfach nur einen Splitter oder irgendwas nehme, ist es ja nicht exakt. Also er soll wirklich merken, er ist vollgelaufen bis hier hinten hin. Also der legt den letzten drauf, die Maschine bleibt stehen, weil sie nicht drauflegen kann. Dann muss der Schaltkreis offen gehen und muss hier drauf schieben. Das wäre das Optimum, was es gibt. Weil dann wird die Maschine wieder angehen oder man könnte das hier machen. Die Maschine würde wieder angehen, diese hier, würde drauflegen. Er gibt frei, wenn die Maschine... Warte mal, wenn ich einen Schaltkreis hier hinsetzen würde. Der Schaltkreis würde sagen... Die bleibt stehen. Wenn die stehen bleibt, gibt er das Signal frei, um das darüber zu schieben. Wenn er das darüber schiebt, dann ist es frei. Wenn es dann wieder gesperrt wird, dann geht es hier auch nicht weiter. Und so wäre das in meinen Augen richtig. Und nicht irgendwie mit einem Splitter oder mit hier einem Teiler, weil das ist ja Bullshit in meinen Augen. Weil wenn ich den jetzt hier reinschiebe, dann habe ich ja immer noch nicht eine hundertprozentige Aufteilung. Geht ja um die Aufteilung, nicht... Ich habe über und ich schiebe das jetzt einfach da rein. Das ist keine Aufteilung. Aber da muss ich mich nochmal schlau lesen, wie man das genau schalten kann. Weil das wäre schon ziemlich cool. Du gehst einfach bei, ziehst dann ein Kabel hier unten hin, gibst das Signal frei und dann ist die Sache gegessen. Das wäre schon ziemlich nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann würde man das vielleicht auch mal verstehen, wie es genau funktioniert, der Kram. Ne? Also das hat nichts damit zu bedeuten, dass das nicht so funktioniert, wie du gesagt hast. Es geht darum, dass ich einfach persönlich denke, dass das einfach dann viel mehr Sinn macht und auch einfach, wofür gibt es die Schaltkreise, wenn ich sie nicht benutze? Ist ja Bullshit, wenn man braucht Factorio, die ja nicht einfügen, wenn das angeblich keiner nutzen würde. So. Könnte das jetzt hier mal ein bisschen mehr, könntet ihr hier mal ein bisschen mehr durchhauen? Ja? Würde ich schon ziemlich feiern. Bringt mir nur nichts, wenn ihr hier mehr durchhaut, sondern ihr müsst hier mehr durchhauen. Ja? Aber irgendwie arbeitet hier kaum einer, ja, weil dieses Förderband hier nicht so richtig genutzt wird. Warum auch immer. Hä? Ich habe sowieso gerade nicht genug Rot. Wir könnten auch einfach mal sagen hier... Wir hauen hier mal noch eine zweite Reihe mit rein. Ne? Ist ja nicht schlimm. Läuft auch. Läuft auch alles tadellos. Aber das mit den Schaltdingen, das hat nichts damit zu bedeuten, dass du das dann wieder falsch verstehst. Meine ist einfach nur, ich würde das gerne wissen, wie das genau funktioniert, dass ich hier wirklich so ein Teil hinsetze, weil das gibt's ja und dann mit dem hier unten verbinde, du bleibst stehen, dann gibt der hier den Signal frei und würde das dann darauf schieben. Das wäre für mich das Optimum an Dingens und dann würde ich das vielleicht auch mal verstehen, wie das genau funktioniert. Man kann das, ich habe mich damit schon mal auseinandergesetzt. Wollte das früher bei den Bahnhöfen unbedingt machen, bei Season 1, aber da hat es ja auch nicht richtig funktioniert, so wie ich das wollte. Leider. Wohl bemerkt. Leider. Ne?
Der Treibstoff ist immer noch nicht wieder voll. Hier oben sammelt sich natürlich auch noch nichts. Deswegen ist das alles eigentlich vollkommen okay. Ja. Ich sage damit auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns auf jeden Fall. Ich höre mich nächste Woche erst wieder in Factorio. Viel Spaß beim Zuschauen. Oder viel ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache und ob ich die Förderbänder wirklich benutze für boah, Leute, wie heißt es? Ob ich wirklich Förderbänder benutze für die Dingens. Jetzt können wir hier unten auf jeden Fall den Bahnhof ein bisschen vergrößern. Also das hätte ich schon gerne weg. Hier unten so ein bisschen Kupfererz könnten wir dann. Geht das jetzt eigentlich noch? Der besetzt, also ich müsste hier ein Dingens lang führen und dann dahin. Also das hier müsste ich vielleicht mir auch noch nehmen, das Gebiet. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.